Gold ist stark gestiegen, Silber ist noch nicht stark gestiegen. Beides sind Edelmetalle. Kommt jetzt also bei Silber die große Aufholjagd und steht da eventuell eine Kursrallye kurz bevor? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Gold ist schon gestiegen. Jetzt glauben oder hoffen viele Anleger, dass Silber demnächst aufholt, weil Silber ja auch ein Edelmetall ist. Das ist so mehr oder weniger die Argumentation, die man oft hört zurzeit wieder. Silber muss jetzt auch steigen, weil Gold schon teuer ist und Silber aber noch billig ist. Und es ist ja auch was dran. Also wenn wir uns jetzt hier einfach mal den Goldpreis anschauen, in Dollar die letzten 5 Jahre. Das ist der Zeitraum, in dem Gold jetzt wieder stark aufgeholt hat. Speziell seit Ende 2018, da geht es wieder steil nach oben. Der Aufwärtstrend bei Gold ist wunderbar intakt und wir sind auch nur noch 7% vom Allzeithoch entfernt. Und Silber im Gegensatz, auch hier die letzten 5 Jahre, das ist eher mager jetzt. Im Großen und Ganzen ist es hier also seitwärts gegangen nur. Das 5-Jahres-Hoch war schon 2016. Wir haben auch bei Silber einen Anstieg gehabt seit 2018, den gab es also schon, aber eben nicht so stark wie bei Gold. Und was wir auch sehen, hier ist der vorübergehende starke Einbruch im März, die Panikkäufe in der Coronavirenkrise. Die gab es sowohl bei Gold als auch bei Silber. Bei Silber waren sie aber nochmal deutlich stärker, weil der Markt einfach enger ist. Das war also sehr heftig. Das wurde jetzt aber wieder aufgeholt. Wir sind bei Silber wieder auf Vorkrisenniveau. Wir sind bei Gold allerdings deutlich über Vorkrisenniveau. Ich habe Gold hier vor 2 Wochen behandelt, vielleicht haben Sie es ja gesehen. Dann wissen Sie auch, dass ich für Gold nicht so optimistisch bin wie die meisten anderen. Wir haben ja zurzeit ein ungeheuer gutes Sentiment für Gold wegen der Politik der Notenbanken. Ich habe aber dargelegt in diesem Video, dass man sich trotzdem nicht zu sicher sein sollte, dass Gold jetzt immer weiter steigt. Ich halte das nicht für gottgegeben. Das muss aber für Silber noch nichts heißen momentan, weil wir da ja eventuell Nachholbedarf hätten. Und neben Gold und Silber gibt es noch zwei weitere interessante Edelmetalle, nämlich Platin und Palladium. Die behandle ich heute aber nicht, sondern dafür gibt es morgen einen Zukunftsmärkte-Report. Palladium ist die letzten Jahre wirklich durch die Decke gegangen und Platin im Gegensatz dazu liegt im Grunde am Boden. Und in dem Zukunftsmärkte-Report, da geht es darum, ob das nicht demnächst vielleicht mal drehen könnte und sich umkehren könnte. Und mit diesen beiden Metallen dann noch zusätzlich, damit hätten wir jetzt die wichtigsten Edelmetalle erstmal durch. Und die Zukunftsmärkte-Reports, die sind natürlich auch gratis für Sie. Sie müssen sich dann nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Jetzt geht es aber um Silber. Und wenn es um Silber geht, ja, ich werde da immer ein bisschen sentimental. Silber war mein erstes Investment. Da war ich, ja, 13 oder 14 und habe beschlossen, ich kaufe jetzt Silbermünzen. Von Aktien habe ich damals keinen blassen Schimmer gehabt. Aktien, das war was für ganz spezielle Leute. Da musste man unglaublich viel wissen und unglaublich schlau sein, dachte ich damals. Heute weiß ich es besser. Aber natürlich, es gab ja die ganzen Informationsmöglichkeiten auch nicht, die man heute hat zu der Zeit. Jedenfalls, ich habe beschlossen, so ein Silbermünzen-Abo zu kaufen, also limitierte Auflage und so weiter. Ganz, ganz toll. Und da sind dann jahrelang permanent Münzen geschickt worden. Was ich nicht gewusst habe, natürlich, das war, dass die Münzen viel, viel teurer waren als der entsprechende Silberpreis. Es war im Nachhinein also eigentlich kein gutes Investment. Ist aber im Grunde egal, weil ich schaue mir die Münzen ab und zu an und freue mich dann trotzdem.
Aber warum habe ich diese Münzen damals kaufen wollen? Natürlich, weil ich damals auch schon gewusst habe, so wie jedes Kind, Silber ist an sich wertvoll. Und ist es heute auch noch. Und im Verhältnis zu Gold ist es aber sehr günstig. Und so argumentieren ja auch die Silberfans momentan. Das ist die Gold-Silver-Ratio auf Sicht von 5 Jahren, die besagt, wie viele Unzen Silber kostet eine Unze Gold. Der langjährige Durchschnitt ist bei 60 und da sind wir aber schon seit Jahren um einiges drüber. Die Preise gehen also immer mehr auseinander und in der Spitze im Corona-Crash, da waren wir bei 126, also so hoch wie nie. Und jetzt sind wir immer noch fast bei 100, also auf einem Niveau, das wir zum letzten Mal hatten im Jahr 1991. Und damit ist Silber gegenüber Gold natürlich extrem billig. Hier jetzt nochmal Gold, die letzten 20 Jahre, damit wir einfach den Vergleich haben. Also Gold ist schon vor der Finanzkrise gestiegen. Wir haben dann in der Finanzkrise diesen Knick, so wie jetzt auch in der Corona-Krise. Und spätestens seit April 2009 steigt Gold dann aber stark an. Über 2 Jahre lang bis September 2011. Das ist der Höhepunkt, da geht es dann wieder abwärts. Und ab Herbst 2018, da kommt dann die nächste Rallye. Und im Vergleich dazu Silber. Und was man hier schon sieht, die Grundtendenz, die ist ähnlich. Also der Einbruch in der Finanzkrise, der war deutlich stärker, das kennen wir. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis es sich wieder erholt hat. Und was aber sehr interessant ist, das ist dieser grüne Bereich. Da ist es anders gewesen als bei Gold. Da geht Silber ungefähr ein Jahr lang erstmal nur seitwärts. Und der Ausbruch nach oben, der kommt dann erst im August 2010, also über ein Jahr später als bei Gold. Aber umso heftiger dafür. Gold ist in der Spitze um 90% gestiegen, Silber springt hoch von 19 Dollar auf 48 Dollar in der Spitze, also ein Anstieg um 150%. Und das in 8 Monaten. Und man könnte natürlich sagen, in dieser Phase, in dieser grün umrandeten, da sind wir heute irgendwie wieder oder die Konstellation ist ähnlich. Nämlich große Krise, die Notenbanken drucken viel Geld, Gold hat schon vorgelegt, bei Silber wird noch gezögert, aber irgendwann, zack, geht es vielleicht wieder durch die Decke. Was man aber auch bedenken muss, Silber ist dann zwar explodiert, aber es ist auch schnell wieder eingebrochen. Also als Gold seinen Höchststand erreicht hat im September 2011, da ist Silber schon seit Monaten wieder gefallen. Und schlussendlich ist es ja auch stärker gefallen als Gold. Und was auch wichtig ist, Silber hat sich von diesem Absturz anders als Gold bis jetzt auch nicht mehr richtig erholt. Und damit stehen wir vor der Frage, wenn wir uns diese Silber-Rallye anschauen von damals, was war das jetzt eigentlich? Also ist Silber damals nur auch mal ein bisschen mit hoch und runter gezockt worden von ein paar großen Hedgefonds? Oder steckt da doch eine gewisse Regelhaftigkeit dahinter, so dass sich das jetzt nochmal wiederholen kann? Die Gold-Silver-Ratio, das haben wir gesehen, das spricht für Nachholbedarf an sich. Man kann es aber auch kritisch sehen. Man kann es auch so sehen, dass dieser immer größere Preisunterschied eventuell auch ein Warnsignal ist und ein Indiz eventuell dafür, dass Silber eben immer weniger als Edelmetall gesehen wird, beziehungsweise dass es diesen Nimbus, den Gold hat, eben nicht mehr so hat und dass es den eben verliert mit der Zeit. Und dafür gibt es zwei Argumente. Erstens, Silber ist ein Beiprodukt, also nicht nur, aber auch. Also Silber ist oft ein Nebenprodukt bei der Goldproduktion. Das hat Konsequenzen, zum Beispiel, dass bei einem hohen Goldpreis auch das Silberangebot steigen kann, ohne dass der Silberpreis attraktiv wird. Das Angebot wird dann also sozusagen nicht durch den Silberpreis reguliert. Und zweitens, und das ist ja das Totschlagargument dann auch oft, Silber ist auch ein Industriemetall in einem viel höheren Maße als Gold. Man macht eben mit Silber nicht nur Schmuck und Barren und Münzen, sondern 50 bis 60% der Silbernachfrage, die kommen aus der Industrie. Solarindustrie, Halbleiter, LEDs, Chemie und so weiter.
Und industrielle Nachfrage ist natürlich konjunkturabhängig. Und mit der Konjunktur sieht es jetzt in der Coronavirenkrise ja nicht besonders gut aus. Wie genau die Nachfrage zurückgehen wird, wie stark, das ist nicht klar. Also es gibt eine Schätzung vom Silver Institute, die gehen zum Beispiel davon aus, dass die Industrienachfrage um 7% zurückgeht dieses Jahr. Ist wahrscheinlich noch zu optimistisch. Die Produktion allerdings, die geht auch zurück, um geschätzte 5% demnach, weil auch einige Minen gesperrt waren wegen dem Virus. Aber wir hätten grundsätzlich schon einen Angebotsüberhang dieses Jahr, den jetzt die Investmentnachfrage auffangen muss. Bis jetzt tut sie das auch offenbar, also Silber hat sich ja wieder erholt. Aber es ist schon so, die Rettung muss jetzt erstmal von der Investmentnachfrage kommen. Auf die Industrienachfrage, auf die können wir erstmal nicht setzen. Man darf das aber meiner Meinung nach mit der Industrienachfrage jetzt auch nicht zu hoch hängen immer. Also die wird dieses Jahr sehr schwach sein, das ist völlig klar. Aber ansonsten sind Angebot und Nachfrage bei Silber relativ ausgewogen. Also hier von 1999 bis 2018, hellblau ist die Produktion, dunkelblau die physische Nachfrage. Ist nicht spektakulär, aber ist gut im Gleichgewicht. Die letzten Jahre war beides ein bisschen rückläufig. Wir haben auch bei der Nachfrage Verschiebungen, also Nachfrage aus der Fotobranche ist stark gesunken, Nachfrage aus der Solartechnik ist dafür gestiegen. Aber insgesamt ist das alles relativ ausgewogen, sodass man sagen kann, wenn jemand da immer nur auf Angebot und Nachfrage pocht, das erklärt die Preisschwankungen jetzt eigentlich auch nicht. Und hier nochmal der gleiche Zeitraum, hier nur das Angebot jetzt und die Preisentwicklung, die haben wir hier lila Farben, der Chart ist natürlich sehr, sehr grob, aber wir können trotzdem klar ableiten, also dass das Angebot oder auch die Nachfrage, das ist für den Preis nicht so entscheidend. Entscheidend ist am Ende dann wohl doch die Investmentnachfrage. Und da geht es aber natürlich viel um Sentiment und um die Märkte insgesamt. Okay. Was können wir daraus ableiten? Silber ist also natürlich irgendwie widersprüchlich und doppelgesichtig. Also es hat einerseits den Edelmetallcharakter, andererseits das Konjunkturbarometer, aber das eben auch nur bedingt, wie wir gesehen haben. Aber das kann ja zum Beispiel erklären, warum Silber nach der Finanzkrise erst später gestiegen ist als Gold, weil man eben abgewartet hat da wegen der Konjunktursorgen. Und das wiederum könnte heißen, vielleicht wartet man diesmal ja auch ab. Und Silber steigt diesmal auch wieder verspätet, aber wir kriegen unsere Rallye vielleicht doch noch. Kann gut sein, muss aber nicht zwangsläufig so sein, natürlich. Und auch die Gold-Silver-Ratio, das ist ein sehr interessantes Argument, aber dass sich Gold und Silber jetzt wieder annähern müssen, das ist eben auch kein Naturgesetz. Wir müssen im Hinterkopf haben, dass die Silber-Rallye nach der Finanzkrise auch ein bisschen dubios war damals. Das ist das erste Mal. Und das zweite ist, es kann eben möglicherweise schon sein, dass Silber eben diesen Edelmetall-Nimbus langsam doch ein bisschen verliert. Und was ich auf keinen Fall empfehlen würde, zum Beispiel, das ist jetzt, wenn Sie Gold haben im Depot, als Krisenschutz, als Schutz vor fallenden Realzinsen und so weiter, systemische Risiken, dass Sie jetzt Gold verkaufen und dafür Silber kaufen. Also davon würde ich zum Beispiel abraten, auch wenn das viele andere sagen. Man kann sicherlich ein bisschen diversifizieren jetzt, aber die Funktion, die Gold hat in einem Depot, als Versicherung, als Krisenschutz. Da bin ich mir nicht sicher, ob Silber da wirklich das Gleiche leisten wird. Also in den letzten Jahren war es zumindest nicht so. Aber davon unabhängig, also gefällt mir Silber eigentlich schon ganz gut. Der Punkt ist ja vielleicht nicht der, dass Silber jetzt garantiert durch die Decke geht, was ja viele denken. In meinen Augen ist da eine gewisse Fantasie durchaus. Man muss jetzt aber auch nicht gleich in Verzückung geraten, als gäbe es keinen Morgen mehr. Der Punkt ist eher der, dass Silber als Edelmetall jetzt objektiv wirklich billig ist und bei allen Unwägbarkeiten und aller Psychologie, die da natürlich auch immer mitspielt. Aber ich würde schon sagen, das Abwärtsrisiko von Silber in der momentanen Konstellation,
Das ist jetzt doch eher begrenzt. Und das heißt, man kommt günstiger rein, man hat eine gewisse Kursfantasie, man hat aber meiner Meinung nach vor allem auch ein ziemlich gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Und darum würde ich sagen, Silber ist momentan nicht uninteressant. Vielleicht nicht 1:1 als Ersatz für Gold, aber als Ergänzung und zur Diversifikation. Man muss im Hinterkopf unterschiedliche Szenarien haben, darum habe ich jetzt auch Gegenargumente dargestellt natürlich, aber unterm Strich würde ich sagen, der Einstiegszeitpunkt für Silber ist vielleicht nicht so schlecht. Lassen Sie uns das weiter verfolgen. Sie wissen, Edelmetalle, die nehmen hier auf meinem Kanal einen breiten Raum ein und ich freue mich auch über jeden, der meinen Kanal abonniert und dabei auch die Glocke drückt. Die Glocke ist die Benachrichtigung, wenn neue Beiträge von mir da sind. Und vergessen Sie auch nicht den Zukunftsmärkte-Report noch zu Platin und Palladium, der geht morgen raus. Also auch dafür anmelden. Der Link dafür ist hier nochmal unter dem Beitrag. Viel Spaß beim Lesen, alles Gute, bleiben Sie gesund und Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.